So, nächste Station. Ist dann jetzt der Kupferweg und das Amphitheater. Kupferweg. So you will go to your king and what? Implore him to curb his violent impulses at the word of a heroic academic. You don't usually grace me with your flattery, priest. What merits this attention? All Rawatai's history is war, same as everyone. If only the world were led by soft-hearted giants who waste their muscles stroking their own quills. Oh, wouldn't that be grand? I'm content to remain a burr in your boots. But here, if you but stand on the docks, you can single-handedly ensure no one ever sails to the Deerwood again. Also jetzt musst du uns unbedingt Kader anpöbeln, indem er sagt, also wirst du zu deinem eigenen König gehen und dann was ihn anflehen, seine gewalttätigen Impulse zu unterdrücken? Auf das Wort eines heroischen Akademikers hin, darauf antwortet Kanna, normalerweise wärst du mich nicht mit deiner Schmeichelei, Priester. Welchem Umstand habe ich diese Aufmerksamkeit zu verdanken? Die ganze Geschichte von Rautai dreht sich um Krieg, wie bei jedem anderen Land auch. Wäre es nicht toll, wenn die Welt von sanftmütigen Riesen geführt würde, die ihre Muskelkraft aus Steicheln ihrer eigenen Federn verschwendeten? Ich bin zufrieden damit, dir ein Dorn im Auge zu sein. Hier aber... Wenn man bloß auf den Dock stünde, könnte man eigenhändig dafür sorgen, dass niemand jemals wieder zum Dürrwald segelt. Interessante Gedankengänge. Und ja, Lumdalas Haus ist das da oben. Ich habe mich eben mal gefragt, für was dieses Haus da ist. Wir haben diese Quest komplett ignoriert. Also beim ersten Playthrough. Ersatz, Ersatz, Schauspielerin. Da ist Lumdala. I'm here. Hello. Eigentlich sollte ich diese Zeit nutzen, um mich meine Rolle einzudenken. Ich würde gern wissen, ob eine Frau namens Cora Teil eures Trupps war. Der Name sagt mir nichts. Sie scheint plötzlich auf die Länge ihrer Fingernägel fixiert zu sein. Seltsam, ihre Schwester sagte, sie gehöre zum Sternenfest. Vielleicht, aber was sollte ich darüber wissen? Meine Arbeit erfordert große Konzentration. Sie schnippt frustriert mit ihren Fingerspitzen. Ich habe keine Zeit, ihren Naivling zu betreuen, der sich unserer Truppe für eine Woche anschließt. Für einen Bewohner kann ich wohl kaum einen Augenblick entbehren. Ich suche nach Kendall. Anscheinend ist er eurer Truppe beigetreten. Keinerlei Erfahrung, miserabler Schauspieler. Klingt das vertraut? Sie kneift ihre silbrigen Augen zusammen. Ich weiß nicht, wer dieser Kendall ist oder warum du unsere Schauspielerei schlecht wählen willst. Aber sei versichert, dass wir selbst aus den unerfassten Anfängern eine befriedigende Darbietung herauskitzeln können. Olli sagte, sein Freund Landry sei zuletzt mit dir gesehen worden. Lundana lacht lautlos. Der Tungenbold in Undras Geschenk. Männer reden sich gern ein, dass eine schöne Frau ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als sie es tut. Die bleiche Ritterin höchst selbst könnte in diese Kaschemme spazieren und er würde glauben, sie wäre nur dort, um auf einen Schoß zu sitzen und sich seine schlüpfrigen Geschichten anzuhören. Savani wendet sie mit verschmitzten Augen dir zu. Da fällt mir ein, kennst du den vor den Fischern und den langflossigen Eislutscher? Sie blickt sich um. Vielleicht erzähle ich ihnen lieber ein anderes Mal. Ich analysiere lediglich die Tatsachen.
Und die Tatsachen sind, dass einer von uns nach billigem Ale und Verzweiflung stinkt, während die andere auf eine lange und illustrierte Karriere zurückblickt. Sie neigt den Kopf zu dir. Überlege dir gut, wer davon die glaubhaftere Quelle ist. Ich kenne ihresgleichen. Man kann ihnen nicht trauen. Du kannst doch gewiss mit jemand anderem über all das sprechen. Ich bin nur eine einfache Schauspielerin. Es gibt eine Verbindung zwischen dir und drei kürzlich verschwundenen Personen, von denen du angeblich nichts weißt. Was soll ich denn noch zu diesem Thema sagen? Sie seufzt und blickt in den Himmel. Wenn du mich entschuldigst, ich habe eine Aufführung. Der junge Mann tritt an seine Seite, den Blick starr auf die anderen Schauspieler gerichtet, die Stimmen flüstern. Komm zu Lumdallas Haus, ich weiß, was hier vor sich geht. Er klatscht mir die Hände und pfeift den anderen Schauspielern zu. Sehr gut, wirklich sehr gut. Yes. Klingt nach Falle. Oh, wir sind bald wieder im Level-Up-Bereich. Außer bei Durenz. Also, Lumdallas Haus ist da oben. Egal, jetzt einfach ein Quicksave machen. Lumdallas Haus. Dieses Gemälde stellt die berühmte Szene aus Morgendämmerung dar, in der Reisende und der Geist zufällig auf einen fast verhungerten Mann stoßen. Ein junger Mann vor dir aufgerufen und zittert. Du, ich habe dich mit Umdala gesehen, beim Amphitheater. Ich weiß nicht, was du mit dir zu schaffen hast, aber ich will aus dieser scheußlichen Sache aussteigen. Ich komme nur, um meine Sachen zu holen. Lass mich einfach gehen, ja? Was willst du von mir? Kandalf greift langsam in einen Beutel und einen kleinen Schlüssel hervor. Damit öffnest du die Tür hinter dir. Dahinter führt ein Gang hinab zu einem Theater. Er schaudert. Es ist einfacher, wenn du es selbst siehst. Er leckt über die Lippen. Nachdem ich dir geholfen habe, musst du mir versprechen, dass du meinen Namen daraus hältst. Sagani blickt Kandalf angewidert an. Folge den Geiern und du findest Aas. Geh einfach. Ich werde dich nicht erwähnen. Ich will nur verhindern, dass noch jemand verschwindet, was du in der Vergangenheit getan hast. Da steht ein Ist. Ist mir egal. Auf gar keinen Fall. Du warst daran beteiligt und musst die Konsequenzen tragen. So einfach ist das nicht. Kandalf schüttelt den Kopf und frustriert und in Panik. Aber wenn du nicht hören willst, dann kann ich dich nicht gehen lassen. Der junge Mann greift mit der zitternden Hand nach einem Dolch an seinem Gürtel. Ein Pfeifen im Schilf abgeschlossen. Okay. Der Typ hat's wirklich nicht lange gemacht. In diesen Regalen finden sich verschiedene Theaterstücke auf der ganzen Welt. Krieg des Heiligen und noch ein paar andere Sachen. Hier hat sie ihren Notgroschen. Zwei Hände. Also ja, ich hätte ihn gehen lassen können, aber... Es klang so, als ob er ziemlich gut beteiligt war. An was auch immer. Und es geht in die Kanalisation runter. In den Raum, den ich damals gemeint hatte. Wohl. Okay. Ein einfacher Seidenschal liegt zerknüllt auf den dreckigen Fliesen. Er strahlt Essenz aus,
wie Hitze und je näher du kommst, desto mehr spürst du eine verwirrende Mischung aus Freude, Überraschung und Schmerz. Hier ist überall Blut auf der Bühne. Den Schal aufhebend. Du hältst den Schal und konzentrierst dich auf ihn. Die Welt um dich herum bewegt sich, auch in dir bewegt sich etwas. Der ganze Stoff liegt noch immer in deinen Händen, doch du befindest dich in einem kleinen, gemütlichen Haus. Lora blickt vor dem Schal zu dir und fragt dich, ob er dir gefällt. Sie lächelt, weil dir die Antwort ins Gesicht geschrieben steht. Das war vor 4 Jahren und du trägst den Schal noch immer. An Tagen wie heute. Schließlich hast du ihn an dem Tag getragen, an dem du der Schauspielerin mit den silbrigen Augen das erste Mal begegnet bist. Warum sollte er dir also heute nicht auch wieder Glück bringen? Er liegt um deinen Hals, weich und warm und wohltuend. Der dritte Akt ist zur Hälfte vorbei und du spürst die Augen des Publikums auf dir. Hungrig und Aufmerksamkeit. Zuerst warst du nervös, als diese Frau dich nach hier unten gebracht hat. Du hast dich gefragt, was für eine Aufführung du dich wohl eingelassen hast. Aber es läuft besser, als du dir hättest erträumen können. Du beendest deinen Monolog und der Schal um deinen Hals wird enger. Er wirkt deinen letzten Satz ab, was Hochnot peinlich ist, denn dein Debüt verlief bis dahin gut. Als du versuchst, den Schal abzunehmen, schnürt er sich nur noch enger zu. Du bist verwirrt und blickst ins Publikum in der Hoffnung, jemand würde dir zur Hilfe ein. Dann siehst du ihre Augen und diesen hungrigen, aufmerksamen Blick und du begreifst. Die Bühne verschwindet in schwarze Dunkelheit. Der Schal fällt dir aus den Händen und schwebt zu Boden, aber Koras Seele bleibt zurück, gefangen zwischen einem vertrauten Symbol und einer Frage. Sie will wissen, aber sie will sich auch zurückziehen. Was dir geschehen ist, war eine Tragödie und ein großes Unrecht. Dein Leben war kurz, aber glücklich. Du hast wahre Erfüllung erlebt, bevor du starbst. Das ist nur wenigen vergönnt. Wenn du dich an einen leeren Traum klammerst, fühlst das nur zu Schmerz. Du musst einen Weg finden, weiterzuziehen. Du hattest die Liebe deiner Schwester und den Mut, deinen Träumen zu folgen. Finde Trost darin, während du deinen Weg ins nächste Leben findest. Was hast du erwartet? Selbst deine Schwester wusste, dass du eine grauenhafte Schauspielerin bist. Du warst naiv. Nehmen wir die 4. Die Seele glüht vor Wärme, bevor sie wieder ins Gewebe des Schals verschwindet. Lumdala wird aus den Schatten hervor. Ihre silbrigen Augen leuchten im Dunkeln. Sieh an, sie an. Wenn das mal nicht unsere Freundin aus der Dunritstraße ist... Woher weißt du, dass die Dunritstraße mich angeheuert hat? Nicht nur du kannst 2 und 2 zusammenzählen, weil sie verschränkt die Arme und hebt das Kinn. Außerdem werden wir Schauspieler nicht für unsere Diskretion bezahlt, weißt du? Kardal hat dich gewiss mit einer beeindruckenden Darbietung um Gnade angefleht. Aber er hat sich selbst überboten, als ich kann. Ein Jammer, dass er nicht mehr Engagement für unser Handwerk gezeigt hat. Ein grausames Grinsen spielt über ihre Lippen. Er war immer sehr leicht zu motivieren. Was willst du? Ich habe einen Vorschlag und ich habe meine Zweifel, aber es kann wohl nicht schaden, die Einzelheiten zu hören. Ich höre. Ich organisiere meine Aufführung für gewiss wohlhabende Mäzene. Einer von ihnen wäre ein besonders großer Fang. Du wählst einen Waffenstillstand ein und ich gebe dir seinen Namen. Warum ist das für mich eine bessere Abmachung? Sei nicht naiv, du hast Prinzipien. Du willst Trussbruch doch helfen, oder nicht? Die Bewohner vor jenen retten, die ihnen schaden wollen. Betrachte es von folgender Warte. Ich befriedige nur eine Nachfrage. Ich biete dir den Mann, der meine Aufführung durch sein Geld und seine Verbindung überhaupt ermöglicht hat. Nein. Und da zog mir die Schultern, wie du wünschst. Sie deutet auf die Schauspielerin in Begleitung. Haltet sie auf. So, der Zauberer ist schon mal tot. Okay. Uns ist ein bisschen im Eimer, deswegen zieht er sich gerade zurück. I'm here. Yes? Ein Ring des Schutzes. Ups. Das wollte ich jetzt nicht so hart. Ach, der Rest ist bei Idea gelandet. Okay, letzter Akt.
Ich habe herausgefunden, dass Lumdala die vermissten ermordet hat, im Rahmen von besonderen Aufführungen in einem versteckten Theater in den Katakomben unter Farnheim. Ich habe Lumdala getötet. Sie wird keine Aufführung für ihre Gäste mehr abhalten. Absolut. Interesting. Ja, ich würde aber sagen, ich speichere hier jetzt erstmal. Dann lesen wir die Zusammenfassung hier im nächsten Folge. Also, das ist Let's Play 026 jetzt. Speichern. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.